Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hobhouse. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Freut mich zu hören. Ich habe schon ein paar Abenteuer erlebt. Ich hoffe, ich werde meinem Ruf gerecht. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichter abzuwehren und... Also, meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Du machst wohl Witze. Du kannst unmöglich Angst vor Knuddelmuffs haben. Du kannst es vielleicht nicht nachvollziehen, aber meine Erfahrungen mit ihnen waren erschütternd. Sie fressen nämlich Popel. Egal, wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankuff Knuddelmuff. Tut mir leid, aber du musst zugeben, das ist schon witzig. Das finde ich überhaupt nicht. Everett hat dasselbe gesagt. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Der verborgene Kräuterkunde-Korridor? Ja. Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Klingt spannend. Na gut, ich werde dir helfen. Hervorragend. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld.
Verborgener Kräuterkunde-Korridor. Klingt spannend. Rebellion. Ich hätte gern eine Eule als Haustier. Lumos. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Kommt jemand mit zu Schnabel und Rot? Ich will da schon ewig hin. Meine Freundin meinte, dass es dort hochwertige Federn gibt und ich brauche eine Mutter. Hier kommen jeden Tag so. Rebellion. Rebellion. Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Incendium! Das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. Teufelsschlinge. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Vermutlich mag sie kein Licht. Agir! Contrinco! Lumos! Rebellion! Lumos. Contrinco. 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 Incendio. Rebellion. Lumos.
Pevelo. Repar. Contrito. Accio. Contrito. Contrito. Incendio. Accio. Protego. Contrito. Lumos. Anscheinend hat die Teufelsschlinge eine Truhe beschützt. Contrito. Lumos. Lumos. Contrito. Lumos. Mit nur einem Stück dieser riesigen Venemosa-Tentakula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Contrito! Lumos. Contrito! Lumos. Contrito. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio.
Revelio. Angeberei ist eine alte Mucke. Akio. Hast du schon etwas, um meinen Mut zu beweisen? Hallo, Duncan. Ich habe den Beweis für dich. Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venemosa Tentacula. Das ist besser, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Danke, dass du mir das besorgt hast. Ich habe nachgedacht. Dankuff, Knuddelmuff. Ich behalte das lieber. Du musst deine Furcht überwinden. Das ist doch nicht dein Ernst. Wie furchtbar. Was soll ich denn jetzt tun? Ich tue dir einen Gefallen. Enttäuschungen wie diese helfen dir, stärker zu werden. Ich will nicht stärker, sondern in Ruhe gelassen werden. Sogar Zenobia Nook wird mich jetzt auslachen. Du hast meine Zeit vergeudet. Ich habe mich in dir getäuscht. Ich hätte dir nicht trauen sollen. Revelio. Protego! Contrinto! Reparo! Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Privat war.
Hallo, ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit?